Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt hätte es eigentlich gereicht. Schließlich ist Mutter Fee gerade mal ein Jahr alt und es ist ihr erster Wurf. Damit ist ihr aber direkt ein Riesenwurf geglückt. 12 auf einen Streich. Wie die Volkszählung aber ergeben hat, mit ungleicher Geschlechterverteilung. Wir haben dann festgestellt, es sind 11 Mädchen und ein Junge, der im Moment unter seinen Schwestern noch nicht leiden muss. Noch geht's ihm gut. Bei 12 wird es auch schon mal eng an der Milchbar. Mutter Fee ist gerade dabei, abzustillen und den Papa in die Pflicht zu nehmen. Bei den Marderhunden kümmert sich halt der Vater sehr rührselig um die Jungen. Er versorgt sie auch mit dem Futter. Im Moment ist er recht dünn, weil er halt alles, was er an Futter findet, bringt er halt seinen Babys und verzichtet dann halt lieber drauf. Ist halt nicht immer ganz so lieb und geht halt auch mal auf die Schuhe drauf zu, wenn man ihm den Jungen zu nahe kommt. Das Schuhwerk von Tierpfleger Achim ist stummer Zeuge. Der Nachwuchs ist gerade mal 7 Wochen alt. Mit dem kleinen Finger begnügt er sich schon lange nicht mehr. Also im Moment fressen uns die kleinen Marderhunde die Haare vom Kopf. Wir haben hier im Park auch 3 große Luchse. Und die kleinen, also die ganze Familie zusammen, frisst mittlerweile mehr als unsere 3 Luchse am Tag. Autofahrer bzw. Autoschläuche brauchen sich nicht vor den Marderhunden zu fürchten. Denn mit Gummischlauch meuchelnden Mardern haben sie nichts gemein. Eher mit Hunden. Trotz dieser engen Verwandtschaft muss man einige Abstriche machen. Marderhunde können wie der typische Hund nicht bellen. Also man spricht wirklich vom Miauen oder vom Jammern, dass sie so ein langgezogenes Jammern und Wimmern haben. Aber bellen können die gar nicht. Keine Marder und als Hund machen sie auch eher eine dürftige Figur. Außerdem benehmen sie sich auch noch wie die Waschbären. Irgendwie mangelt es ihnen an Profil. Noch mehr fehlen ihnen aber Namen. Und unsere Vorstellung ist ja, dass die ganzen Mädchen mit F anfangen, wie ihre Mama Fee. Und der Junge soll halt mit T anfangen, wie der Papa Timur. Und uns fallen bei aller Liebe keine 12 schönen Namen mit F ein. Also sind kreative Köpfe bzw. die Besucher des Tierparks aufgerufen, für das gute Dutzend einen Namen zu finden. Bloß, wie hält man sein Patenkind und die restliche Wuselschar auseinander?